Seid gegrüßt und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved und genau hier die neue Leibgarde des Fürsten Yubi ist jetzt auch mit dabei. Sie war todtraurig. Denn hast du da ein Halsband an? Ja. Wo ist der Haken für die Kette? Gibt keine. Okay, da müssen wir dann später mal den Dorfschmied beauftragen. So, die Yubi, die war auch extrem fleißig. Die hat mich hier so ein bisschen supportet, weil irgendwie wollte die Umwelt nicht, dass ich einen Dino besitze. Und da hatte die Yubi Mitleid und ist dann hergekommen und hat sich dem Fürstentum angeschlossen und jetzt haben wir tatsächlich den ein oder anderen Dino. Ja, wie angekündigt, haben wir hier unten jetzt auch schon ein Häuschen, zur Sicherheit schon mal einen kleinen Wall. Auch wenn es nur Spikes sind, ist natürlich hier erstmal unser Starterhäuschen, weil das da oben war ja eigentlich nur zur Überbrückung. Hat sich jetzt aber... Ach, da ist schon wieder ein Dino dahinter gespawnt. Ich kapiere es nicht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt endlich ein Starterhäuschen, auch wenn ich mittlerweile schon Level 44 bin. Ja, das, gut, der Alpha-Raptor vorhin, der war auch nicht ganz unschuldig da dran, ne? Ja, gut, okay. So, auf jeden Fall hier eins dieser vorgefertigten Häuschen von Medieval Structures 2, glaube ich, heißt die Mod. Und da gibt es natürlich auch Türchen dafür, die platzieren wir gleich hier mal. Hä? Türchen? Die lagen vorhin noch in der Werkbank. Ja, ja, ne, die habe ich ja mit, aber die zweite lässt sich gerade nicht platzieren. Die snappen nicht, die musst du frei platzieren. Aber die hier vorne hat doch gesnappt. Ja, nur die vordere snappt. Hä? Okay. Das steht sogar extra in der Beschreibung von dem Haus drin. Interessant. Das wird jetzt, okay, Moment. Das sieht bestimmt doof aus. Nee, ich hab's, glaube ich, hingekriegt. Ja! Sehr schön. Und wir haben hier natürlich auch die entsprechenden Treppen. Aber die haben doch gesnappt, oder? Ja, genau. Die haben gesnappt. Hier mit... Ach, scheiße, hier fehlt eine Tür. Okay. Mit schöner Balustrade hier oben, mit einem... Nennt man das noch Balkon? Ich glaube nicht, ne? Das ist jetzt eine gute Frage. Und natürlich mit Dachgeschoss, wo wir dann wahrscheinlich unsere Bettchen hinstellen. Ob das getrennte werden oder ein Doppelbett, werden wir dann noch sehen. Ja, das werden wir definitiv. Also, kommt halt drauf an, ob du ruhig schlafen willst oder nicht. Ne? Wieso? Ich weiß nicht, so ein Arm im Gesicht. Ach, keine Sorge, wofür gibt's Fesseln? Fuß im Schritt. Es gibt Hand- und Fußfesseln, ich glaube, das kriegen wir hin. So, hier haben wir die Mason's Forge. Da können wir irgendwie auf jeden Fall Pflaster herstellen. Mit Pflaster, denke ich mal, ist Zement gemeint. Ist Wasser angeschlossen? Nein, hast du nicht. Nee, das machen wir dann separat. Und den Masonry Table. Den Masonry Table stellen wir mal in Yubi rein. Was gut. Ich glaube, das funktioniert aber nur mit dem, mit dem Manson Forge. Das funktioniert, glaube ich, teilweise auch nur, wenn du diesen Ofen oder was das heißt, zum Antreiben hast. Okay. Dem werden wir auf jeden Fall auf die Spur gehen. Wo wäre denn eigentlich ein schöner Platz für unsere... Oh, hier hinten die Wand. Die sieht, glaube ich, ganz gut aus. Mach mal Licht. Oh, Licht. Ja.
Mit der ganzen Deko werden wir uns natürlich auch noch beschäftigen. Und perfekt. Das sieht gut aus. Da guckt aber jetzt bestimmt oben der Schornstein raus, oder? Wahrscheinlich. Okay. Ich hätte ihn ja sowieso persönlich vielleicht hier rausgestellt. Draußen? Ja, hier. Wo bist du denn? Auf diesem Balkon, mehr oder weniger. Auf dem Balkon. Das ist natürlich auch eine Idee. Das ist natürlich auch eine Idee. Aber da müssen wir ja immer so weit laufen. Naja, oder man landet mit dem Tapajara hier drin. Kommt man hier mit dem Tapa rein, ja? Ja. Okay. So, hier können wir auf jeden Fall Lehm herstellen und Metallbarren. Das Ding soll auch wohl viermal so schnell wie die normale Forge funktionieren. Weil es ja so ein bisschen ein kleiner Ausgleich dazu, dass es keine Industrial Forge gibt. Genau, das finde ich auch persönlich ziemlich cool. Oh. Was haben wir denn hier? Ja, gut, aber man kann davor fliegen. Changer Gun? Das ist ein verdammt nochmal eine Changer Gun. Ach genau, die Strukturen du kann man ja. Die Strukturen, ja, genau. Also vom Prinzip her wie der Transparency-Cycler von S Plus wahrscheinlich. Ja. Und es gibt auch echt coole Strukturen so. Ich finde die Mod auch echt schön. Also wenn du dir anguckst, was halt Ark normal so bietet. Ja, durchaus. Da bin ich halt echt von der Mod doch angetan, auch wenn man da jetzt sich erstmal wieder reinfinden muss. Und natürlich das neue Mod-Supporter-System von Ark wurde auch echt Zeit. Die kriegen ja jetzt mittlerweile, wenn sie entsprechend ausgewählt wurden, Kohle dafür, ne? Und das nicht zu knapp. Irgendwie cool. $3000 im Monat. Also ist schon. Ist wirklich nicht zu knapp. Ist schon ordentlich, ne? Da war ich fast schon wieder am Überlegen, ob ich mit Modden anfange. Oh, das endet nicht gut. Ey, ich habe für Skyrim richtig coole Mods gemacht, ja? Möchte ich ja mal sagen. Skyrim. Ja. Ich habe auch wieder so viel Bock auf Skyrim neulich gekriegt. Aber gut. Hat es auch aus irgendeinem geistigen Umnachtungszustand mal installiert gehabt wieder und dann mir so 5 Minuten reingezogen und gedacht so, Doch, Skyrim war ein schönes Spiel auf jeden Fall. Ja, aber irgendwie. Also. Aber gut. Ich habe auch endlich eine Schere, denn ich sehe aus wie Ötzi, der Waldmensch. Und es gibt natürlich auch. Achso, die Fragezeichen sind bestimmt die Valentinsdinger, ne? Ich glaube schon, ja. Es gibt auch. Ist das andere sogar eine offizielle neue Frisur? Die vierte? Haben die nicht mehrere angekündigt? Nicht. Eigentlich waren mehrere angekündigt, aber irgendwie sehe ich hier nur eine. Ja, also bei mir war auch noch eine. Die andere war ja halt die vom Valentinstag. Ja, aber die habe ich auf dem Server. Irgendwo hatte ich gelesen, dass die eigentlich 4 implementieren wollten. Und vielleicht noch. Sieht halt scheiße aus. Die schieben das doch immer so gern auf. Ja. Oh. Ah nee, ein Dreadbart. Och Mann. Naja, unsere Piraten laufen ja damit rum. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass es endlich mal. Ein Bart, der meinem Original nahe kommt, gibt, aber dem ist nicht so. Oh. Ja, finde ich ganz doof. Gut, dann halt so. Wo ist die Yubi? Ich komme. Die muss doch auch noch einen neuen Haarschnitt kriegen. Wo ist sie das? Bin eigentlich recht zufrieden. Willst du nicht schick sein für deinen Fürsten? Aber das ist doch schick. Nee, ich will nur mal gucken, was bei den Damen alles so abgeht. Echt jetzt? Man kann auch Frauen einen Bart verpassen? Yep. Der wächst sogar tatsächlich. Oh, wie geil. Wie geil. Oh, ich ahne Böses. Ah, ist das herrlich. Ist das herrlich.
Wobei, liebe Zuschauer, die ihr gerade zuschaut, was haltet ihr denn von so einem schönen Afro bei der Yumi? Oh mein Gott. Ich fände es ganz witzig, glaube ich. Aber ich glaube, ja, am Ende tötet mich die Yubi im Schlaf. Doch nicht, wie kommst du denn auf die Idee? Nee, ich verändere mal nichts. Am Ende wache ich noch mit einem Speer im Rektum auf. Und ich glaube, das wird nicht ganz so witzig. So, was macht die Yubi gerade noch? Die sagte, sie ist am Tyrizinosaurus-Themen. Ja. Ich muss nur gerade eben meine Fackel wieder entfernen. Kurzerhand verabschiedet. Oh, das ist, Das ist ein Chalicotherium. Ja, das war auch keine Absicht. Böser Teddy. Ja, okay. Oh, der ist ja sogar fast durch schon. So. Wende halt die Spezialmethode an. Ach so, okay. Ja, das ist Level 20, also die. Keine Ahnung, 5 Level, die er da kriegen würde. Aber durch die Stimbeeren wird doch sowieso kein Bonuslevel abgezogen, oder? Doch. Ja? Ja. Mir war bisher, dass das nicht der Fall war. Gut, aber nicht so wichtig. Was brauchst du noch für Bären? Nix. Oh, warte doch. Der hat schon die ganzen Stimbeeren weggenascht. Könnte ich noch ein paar gebrauchen wahrscheinlich. Stimbeeren normal, oder? Ich hatte eigentlich 500 reingelegt, aber... Ach so, der frisst eigenständig die Stimbeeren, oder wie? Ja, genau. Achso, die hast du alle schon rausgenommen, ne? Aus dem Spike. Genau. Ach naja, dann krieg ich doch jetzt halt Meos. Boah, ich fütter dem auch zwischendurch mal wieder Meos rein, weil die Stimbeeren füllen ja den Hunger nicht ganz auf. Dann kriegt er ab und zu mal eine Mio-Beere rein. Aber wenn du die reinlegst, das geht nicht, weil dann frisst er die priorisiert. Dann isst er die Stimbeeren gar nicht. Ach so, okay. Gut, du machst das schon. Du kennst dich aus hier mit dem Tyrizinosaurus. Ich bin ja hier kompletter Neuling auf der Karte. Oh, ich habe den bisher auch noch einmal gezählt. Aber weil das halt auf dem anderen Server, der so halb offi war, in den Einstellungen, lange gedauert hat. Mir halt am Anfang auch so eingezähmt. Der hat auch so ein ganz beschissenes Kibbel, ne? Ich weiß jetzt leider nicht aus dem Kopf, was der für ein Kibbel hat. Sag ich dir gleich. War das nicht sogar Quetz oder so eine Scheiße? Erizinosaurus. Nee, Megalosaurus. Ach, Megalosaurus, genau. Die aus den Höhlen. Genau. Das ist wirklich bescheiden, ja. Ja, da gibt's aber auch nur eine Handvoll hier auf der Karte. Ja, in den Höhlen halt nur, generell. Gut, dann lass mal Yubi mal ihre Arbeit machen. Und ich wollte jetzt nochmal nach den Strukturen gucken, weil das nervt mich, dass ich hier unten keine vernünftige Mauer bauen kann. Ja, ich aber auch, dass es da keine direkten... Also wir haben ja ganz normal den... Mal Holzgeländer? Nee, das ist ja bloß ein Geländer. Kommt man mit Spike hier durch? Ich habe keine Ahnung. Ich bin bisher immer runtergesprungen und dann über die Felsen irgendwie wieder reingelaufen. Trick 70. Ja, halt, die blöden Tyrizinosaurier sind halt immer hier drinnen gewesen. Man muss sie halt zumachen. Oh, Spikey hat auch schon wieder ein paar Level-Ups. Kann mittlerweile auch echt gut tragen. Und der neue Reißer, mittlerweile Reißer 14.
Und ich habe halt noch nicht mal 5 Stunden, ne? Oh, das ist so zum Kotzen. Also ich glaube, ohne Yubi wäre ich wahrscheinlich hier immer noch mit Spike alleine und würde einen Tod nach dem Shinto nächsten. allein zu Ja, Haus. genau. Also man kommt hier durch. Okay. Aber dass die Spikes nicht funktionieren, das kriegt mich auch so ein bisschen auf. Könnte aber Also auch an der sie PvE. verursachen Schaden an wilden Dinos. So viel schon festgestellt. Sicher, weil Ja, ganz sicher. der Tirizino, der hier gerade eben unten gehockt hat, hat halt keinen Schaden bekommen. Der hat Es am. sieht nur so aus, also es werden keine Zahlen angezeigt, aber tatsächlich an unserer Anfangsbase hat sich ein Terruzino an den Stacheln selbst getötet. Also die Jungs haben einfach nur zugeschaut und dann ist er Okay, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass es keine von uns gegangen. Metalldinger sind. Wir hatten auch keine Metall. Okay, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Aber bevor ich jetzt hier wahllos durch die Kante fliege, bleibe ich mal wieder bei meinem ursprünglichen Plan zu gucken, wie ich mit dieser Medieval Structures ein Dingsy-Bumsy bauen kann, einen Zaun. Weil die Strukturen sind nämlich größer als die Originalen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber okay. Aber dass es da so spezielle Wall, Strukturen gibt. Bitte? Oh, laggig? Nee, ich war nur abgelenkt. Also, ich sagte, ob es da spezielle Rollstrukturen gibt, würde mich interessieren. Da habe ich mir jetzt auch noch nicht so mit auseinandergesetzt, muss ich sagen. Ich lerne jetzt einfach mal hier diese ganzen Mixtiers und Lehm, wobei ich den Lehm hier wahrscheinlich auch nicht brauchen werde, weil der ist ja für Scorched Earth gedacht. Der Lehmtier. Der Lehm ist, glaube ich, für die, na, für den nicht direkt Zement, Mörtel in dem, Menschen Dingens Forge, die du da unten gebaut hattest. Ah. Ach so. Und damit machst du dann diesen Mörtel oder was es auch ist. Genau. Mit dem Lehm. Okay. Aber ich finde hier einfach keine Zaunfundamente. Dann bleibt uns wahrscheinlich. Vielleicht ist es halt wirklich so, dass. Ja, oder halt dann halt mit der anderen Castle-Mod hier. Die ist ja auch ziemlich umfangreich. Na gut. Dann kommt auf jeden Fall das nächste dran und zwar brauchen wir Beete, Beete, Beete. Und Holz, Stroh, Fasern, Stein. Okay, haben wir wieder das alte Problem. Ich nicht mehr. Wobei, den Tapper brauchst du ja gerade nicht, ne? Nee, den Tapir brauche ich gerade nicht. Dann brauche ich nicht 50 Mal mit dem. Ich habe den jetzt auch einmal auf Gewicht gescrillt bisher. Ne, ich habe den jetzt, glaube ich, Dadurch wäre ich schon 50 dazu dreimal gekriegt. insgesamt. Ganz ordentlich dazu. Ja. Bisschen Movement Speed würde ihm noch nicht schaden, glaube ich. Jo, das stimmt. Halt, warte mal, ich muss noch die Schere austauschen. Fall der Fälle, ein kleiner Dilophosaurus kommt wieder und möchte mich essen. Ja. Nichts, alles gut. Okay. Ich murmel, als sie vor mich hin. Apropos, da fällt mir gerade ein. Lieber Zuyugan, wo bleibst du? Das gibt mindestens 50 Tage Wasser und Brot und eine Woche Kerker. Mindestens. Minimum. Das ist jetzt schon, lass mich lügen, Folge 4, die ich hier aufnehme, ja, mein Freund. Jetzt musste ich mir hier schon eine verzweifelte junge holde Maid heranrufen, Ich weiß,
ja nicht mehr verzweifelt war von uns beiden. Ich habe kein Tränengesicht in den Chat geschrieben, ja? Das möchte ich ja mal an dieser Stelle anmerken. Ne? Also. Nein. Das will hier mal gesagt sein, ne? Also, so geht gut, das. Gut, aber bei Raptor Nummer 5.316 ist ja, ich hätte halt im Zweifel, hätte ich mich halt bis 50 hochgestorben und hätte dann ein Kano oder sowas gezähmt. Wobei mein Schicksal auch nicht sehr viel besser war. Ja gut, aber ich hatte das Privileg, meine Tiere durch Bugs und mich selbst zu verlieren. Ja. Immerhin. Ja, mein Schweigesetz ist dann wohl auch gereckt worden vorhin. Dass ich heute Morgen noch gezähmt habe. Also es ist wirklich alles tot, was ich geholt habe. Mein Raptor, meine Petri. Vielleicht hast du die einfach nur nicht richtig verstanden, deine Dinos, und hast sie in die Depression getrieben. Ja, kann doch sein. Ist okay, Schüttel. Ich meine, liegt im Bereich des Möglichen. So, was brauchen wir denn jetzt noch hier? Wir brauchen noch. Ah, ich muss unbedingt hier mal wieder ordnen. Und noch zwei Level, beziehungsweise eins. Okay, ein paar Fasern noch und Steine. Da ist sogar schon Level. Was denn jetzt? Dankeschön. Hä? Ich bin gerade Shared XP. Wer hat dir das erlaubt? Das war nicht des Fürsten Plan. Möge sie bitte ihre Level eigenständig vollziehen. Und 50% XP als Tribut an seinen an ihren Fürsten entrichten. Tue ich das nicht eh schon? Bitte? Wann habe ich dir vorher den Alpha-Raptor gelassen? Ja, das war ja dann der Tribut für heute, weißt du? Achso, okay. Hätte denn der Fürst gerne morgen? Vielleicht ein Alpha-Rex? Mindestens. Level 100. Wobei in der Liste stand kein Alpha-Rex drin. Muss ich mal die Tage beobachten, ob da nochmal einer spawnt oder nicht. Hm. Ich denke mal, da wird schon mal gelegen. Wie Quetze spawnen jetzt? Drei. Also so wie regulär. Ja. Er ist jetzt halt wieder auf 1. Für alle, die sich jetzt wundern, hey, was reden die denn da für ein Quark? Ich hatte den Dino-Count-Multiplier, also der angeht, wie viele Dinos maximal auf dem Server sein können, wilde Dinos, verändert, weil die einige Regionen so dermaßen überlagert waren von Therizinosaurus und Troodons und Co., wo du halt wirklich gerade im Start überhaupt nicht durchgekommen bist. Oder ohne Flieger im Allgemeinen, hatte ich den halt runtergesetzt und dann gab es halt keine Quetzel mehr. Und auf der gesamten Karte Island ein Schaf. Ein einziges beschissenes Obis. Dass die Piraten es dann auch noch gefunden haben, fand ich ja den Knüller an sich. Ja gut, die werden schon ein gewisses Gebiet haben, ne? Die Schafe. Ich könnte ja mal gucken. Na. Ah. Das neue System von ACM gefällt mir nicht ganz so. Nee, wo waren das? Wartet mal. Nee, da war das nicht. War das bei Player Monitoring? Nee. War das bei Server Management? Ja, genau. Hier war das. Das Gute ist, es gibt nur zwei verseuchte Blutegel. Wie? Ach so. Verseucht, okay. Drei Megalosaurus, vier Ovis, ein Alpha-Mosasaurus. Ui. Hätte ich ja auch schon mal Bock drauf. Ein Alpha-Kano, drei Alpha-Raptoren.
Und immer noch ein Prokoptodont, lieber Bob. Schnapp ihn dir, bevor er weg ist. Das seltenste Tier aktuell auf dem Server, ein Prokoptodon. Und nee. Also drei Quetzel halt. Ah, das ist schon witzlos, ne? Ein Prokoptodon. Es ist schon, Dezent lustig. ja. Okay, gut. Tausche Troton gegen Prokopton. Dann baue ich mal jetzt schnell noch hier ein paar Beete. Und begebe mich in die Base zurück, in unser Dörfchen, unsere neue Heimatstadt. Und in der Zwischenzeit, während ich hier noch an den Beeten arbeite, sei euch gesagt, vergesst das Liken nicht, das Teilen, Abonnieren und Kommentieren. So sprach der Fürst, so möge es sein. Haut bitte in die Tasten rein. Und ja, okay, ich höre ja schon auf. Ich halte ja schon meine Oder wird der Klappe. ganz kreativ? Ich fürchte, ich habe morgen oder wenn das Video dann rauskommt, erstmal 30 Abonnenten weniger. Warte mal, hast du überhaupt so viel? Ja, ich bin jetzt wieder bei 40. So, möchte ich mal anmerken. Im Übrigen natürlich vielen Dank an alle Zuschauer fürs Abonnieren. Ja, ich bemühe mich, euch weiterhin entsprechende Videos, die euch zum Lachen bringen oder zum Weinen oder zum Kopfschütteln oder zum einmal kräftig ins Gesicht hauen. Schadenfreude ist doch das Schönste. Und es wird natürlich auch in Bälde dann irgendwann auch wieder Server-Events geben. Da muss ich mal gucken, wann was. Also ich weiß tatsächlich schon was, aber das werde ich noch nicht verraten. So, und in diesem Sinne, es ist alles gesagt. Dann trappieren wir uns mal hier vor unserem neuen Heim. Der Bart, der braucht noch ein Weilchen, bis er gewachsen ist. Wobei die ersten Stoppeln sind schon da. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Oh Gott. Ich sehe schon kommen, wenn Zuyo kommt, weißt du. Ja. Tüdelü. Schnuffeldupf. Ruffelwopf. Gut, jetzt aber wirklich aus. Ende.